Morgen. Guten Morgen. 8 Uhr in Schwelm, wir sind da. Guten Tag. Guten Tag. Arrival. Arrival. Mit einem leeren Beutel. Mit einem leeren Sack. Und wie habe ich das im Buch noch gesagt? Genau. Kannst du es hören? Kannst du es hören? Kannst du es hören? Kannst du hören? Das ist ganz deutlich zu hören. Frühlingsgezitscher. Nein. Der Ruf der heißen Scheibe. Ja. Reicht. Ja, wer hätte es gedacht, es ist wieder Börsenzeit. Wir sind auf der Autobahn auf dem Weg nach News Germany zu unserem geliebten, wie heißt das Scheißding nochmal? Globe Theater. Genau. Globe Theater. Oft kopiert, nie erreicht. Und daneben befindet sich ja wieder die wunderschöne Event-Location Wetthalle mit der DVD-Filmbörse in Neuss. So, aber, oh, Tunnel, dunkel. Wir schieben noch ein kleines Special ein, habe ich gehört. Der Björn möchte, glaube ich, irgendwas tun. Ich weiß noch nicht was. Ja, wir sind ja... Ich weiß. Er weiß? Okay. Also nicht, ich muss auf die Straße gucken, deshalb kann ich nicht immer in die Kamera gucken. Kein Problem. Als Information. Ich habe was für den Off-Topic-Bereich mitgebracht, wenn ich jetzt völlig überbeleuchtet bin, glaube ich. Am Kondomautomaten, wenn wir jetzt live hier... Nein, ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht. Die ist neu, die war in der Werbung. Musste ich haben, zum Ausprobieren. Greift jetzt in seine Hosentasche? Ich greife jetzt nicht in meine Hosentasche. Ich greife jetzt in das Fächlein. Das Fächlein. Verbiege mich. Und wir werden Tic-Tac-Popcorn testen. Tic-Tac mit Popcorn-Geschmack. Ja, was soll man dazu sagen? Die haben doch bestimmt dann direkt 50.000 Kalorien mehr. Schade, steht nicht drauf. Normalerweise sagen die immer, wie ein Tic-Tac, 2 Kalorien oder so. Oh, wir rutschen weg. Moment. Ja, die Kamera ist nicht ganz fest. So könnte es was werden. Ja. Ja, Tic-Tac Popcorn. 95 Gramm Kohlenhydrate, liebe Freunde der veganen Ernährung. Wir machen auf. Wieder einfach nicht da Schnuppertest. Der Schnuppern. So. Boah. Popcorn. Obwohl. Aber nur beim Essen, wenn man das zweite Mal riecht, schon wieder vorbei irgendwie. Keine Ahnung. Boah, jetzt eine Nase voll Perrier. Ja. Ich möchte dazu sagen, es gibt von Jelly Beans, gibt es zum Beispiel auch die Bohne. Butterpopcorn. Oh. Da hätte ich übrigens auch mal Bock drauf, wo wir gerade beim Thema Jellybeans sind. Sollen wir mal diese ekligen bestellen bei Amazon? Es gibt doch diese, das hat auch schon mal einer gemacht bei YouTube, deswegen, ich weiß nicht mehr wer. War das irgendwie so Kelly Mrs. Wheelock? Ich bin mir nicht sicher. Man kann bei Amazon für 10 Euro so eine Palette Jellybeans bestellen. Ja. So, da sind 30 verschiedene Sorten drin und dann spielt man Jellybean Roulette. Das heißt, glaube ich, auch sogar Jellybean Roulette. Man sucht sich eine raus, man weiß nicht, was drin ist, und da sind 15 Sorten drin, die schmecken normal. Erdbeer, Kiwi und was so gibt, Popcorn. Und dann gibt es wirklich 15 Sorten, die schmecken echt nach Kotze, nach Scheiße. Ja, gerne. Aber jetzt zurück. Nach Kloake. Wir gucken mal, ob wir das auch mal machen. So, aber wir fahren, man nimmt ja immer zwei. Würdest du mit zwei reichen? Ja, ich reiche dir jetzt zwei. Oh, egal. Ja, warte, ich kann. Ja, mach mal so. Und sehen aus wie normale Tic Tacs und jetzt wollen wir gucken. Oh. Popcorn. Es schmeckt auf jeden Fall nach Popcorn. Oh ja. 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 Es schmeckt aber nur nach Popcorn. Also von Tic Tacs merkt man so gar nicht mehr, ne? Oh ja, also je länger man drauf rumlutscht, desto mehr verbreitet sich geschmacksintensiver wird es, definitiv. Oh ja, mal draufbeißen. Boah. Ja. Kannst du das zerbeißen? Das sind ja keine Wick dürftest du früher in der Werbung nicht zerbeißen. Boah. Also es wären jetzt keine, wovon ich jetzt... Ah, gib mir nochmal zwei. Boah. Nee, gib mir... Achso, ja, ich nehme mal drei. Also es schmeckt definitiv nur nach Popcorn. Ich habe jetzt gedacht, da ist zumindest noch ein Hauch von Tic-Tac-Geschmack irgendwie bei. Was meinst du, ist mit Minze oder so?
Und deswegen erschließt sich mir jetzt auch, wie gesagt, der Grundgedanke nicht, warum man diese Tic-Tac. Weil normalerweise, warum nimmt man Tic-Tac, damit man guten Atem kriegt? Ist ja die Intention von Tic-Tac. Ne? Man schmeißt Tic-Tac ein und hat jetzt nicht so, dass ich die nicht hier guten Atem. Ne? Aber hier stinkt man jetzt einfach nur nach Popcorn aus dem Maul. Und ob das jetzt so spannend ist. Wir können aber gleich auch noch mit Orangen verdienen. Ob das so spannend ist, weiß ich jetzt nicht. Weil man riecht jetzt definitiv nur nach Popcorn. Ja. Also wie gesagt, ich finde den Geschmack schon zu intensiv, als dass ich mehrere auf einmal essen würde. Also der Geschmack ist sehr intensiv. Was sagst du dazu? Also das ist wahrscheinlich der Vorteil, wenn du Bock auf Popcorn hast, brauchst du keine Mikrowelle und das Kleine im Taschenkorb. Also ansonsten fürs Kino. Genau. Ja, nee. Also ich gebe mit viel Wohlwollen 1 von 5. Mit also viel Wohlwollen, weil... Mehr würde ich dafür auch nicht geben. Nee. Also mein Ding ist definitiv nicht. Nee, meins auch nicht. Nee. Auf keinen also Fall. Das ist keine Anschaffung, die ich jetzt nochmal tätigen werde. Nee. Limited Edition. Ja, natürlich. Wer nochmal möchte, kann es gerne probieren. Die drei Herren sagen Nein zu Tic-Tac Popcorn. Jo. Nee. Ja. Ich mache noch Teaser. Ja. Teaser? Was wollen wir denn Teaser? Ich habe euch ja versprochen beim letzten Mal. Ich hoffe, wir haben die Videos schon gezeigt. Was? Teaser trotzdem. Ja, Teaser einfach mal. Dass für das nächste Test ich Maischips besorgen werde. Nee, so, das ist noch nicht frei, aber Teaser ruhig. Aber kommt ja, ja, doch. Das hat er gestrichen, weil ich war ja auf Mallorca jetzt ein paar Tage und habe dann im Lidl die brasilianischen Wochen gesehen. Brasilianische Lidl-Wochen auf Mallorca. Und habe uns da leckere Sachen aus Brasilien mitgebracht. Also freut euch auf ein Ausprobierer-Special mit brasilianischen Spezialitäten aus Spanien. Wir sind gespannt. Ja, Neues steht schon oben angeschlagen. Wir sind gleich da und dann geht es wieder weiter mit der Kernkompetenz. Ach nee, das kommt ja erst danach. Erstmal Börse und dann Kernkompetenz Filme zeigen. Und das Schöne diesmal ist, sehr wahrscheinlich werden wir einige Leute treffen, die hier kommen angekündigt haben. Und wir haben ein paar Specials. Wir haben ein paar Special Guests und die Currywurstbude ist auch wieder da und wir sind gespannt, wen wir alles treffen heute. Genau. Bis später. Der helle Stern über Neuss. Ja. Der helle Stern über Neuss. Und da ist es wieder. Globe Theater News Germany. Hallo. Die Stammseher, hallo. Wir werden feststellen, wir sind angekommen. Und du hast so einen Heiligenschein. Echt? Immer. An der Westhalle in Neuss. Guten Morgen nochmal. Wir sind da und wir sind zu früh, deswegen machen wir gerade noch ein lecker Frühstück. Und gleich geht's wieder ins Mekka. In den Himmel. Für jeden Filmsammler-Fan. Ich habe ihn gerade schon gebracht, aber ruhig nochmal auf Kamera. Gerade schon beobachtet hier. Auto. Auf geht's. Und 50 Kisten of Shit. Da hinten irgendwo. Den wird es denn jetzt öfter geben. 50 ist ein zahles Monat. Ja, definitiv. So, Herr Lunge. So. Und? Ja. Wie sieht dein Plan aus? Ja, ich habe wie immer keinen Plan. Wie immer. Das, was ich will, das kaufe ich mir. Um einmal Björn zu zitieren, ich habe ein Budget dabei. Scheiße, du nimmst mein Spiel weg. Ich habe ein maximales Budget dabei. Und ich habe ein Max-Max-Budget dabei. Ja, also ich kann, wie ich will heute. Weil, ist so. Ich habe heute keine Erwartungen, deswegen kann ich auch nicht enttäuschen. Keine Erwartung ist auch geil. Ja, ich rede jetzt mal aus dem Off. Wer hat Marco hier zum Obwohl, doch, ich habe einen. Einen habe ich. Den ich seit drei Börsen schon kaufen will, der mir zu teuer ist. Das ist das Mediabook von The ABC of Death. Den möchte ich haben, aber nicht für 25 Euro. Das ist der einzige Zielkauf, den ich wahrscheinlich, wo ich gezielt nachsuchen werde. Alles andere ergibt sich wieder mal spontan. Bei mir ist das ähnlich. Ich werde mal gucken. Vielleicht solltest du das im Vorfeld mal posten, damit dann doch irgendwelche Händler das sehen im Vorfeld und sagen, ach, guck mal, ja, genau. Der Punkt aus... Der Punkt aus P. Ist auch geil. Der Punkt aus P. Der kauft den für 24,99. Nein. Also für einen 20 nehme ich ihn mit. Erst nochmal eine Ansage jetzt hier. Eine Kampfansage. Kampfansage. Ich hatte leider keine Kampfansagen. Ich werde auch mal gucken, was es so gibt. Vielleicht gibt es ja wieder Winnetou. Ja, genau. Oder ich hole mal. Sissi. Sissi, genau. Ich komme mich ja beim letzten Mal nicht durch. War mir auch zu teuer. Mal gucken. Ich glaube, es gibt sogar eine Entwicklung von der letzten Börse, die positiv ist. Ich habe die Filme der letzten Börse schon geguckt. Ich habe auch schon eine geguckt, ja, definitiv.
Ich weiß, doch, ich auch. Ich habe Winnetou geguckt. Ein paar habe ich schon abgenudelt. Mehr habe ich ja gar nicht gekauft. Du hast ja so einen Stapel gehabt. Ja, wie immer. Ja. Ein paar davon habe ich und viele davon waren wieder total rotz, wie immer. Aber nun ja, was willst du machen, ne? Da muss man durch. Kann man dieses schöne Frühlingsgezwitscher hören? Ich glaube, die Glocken übertönen gerade. Und die Bullen. Ja, wir grüßen Tim. Jetzt schon? Ja, der irgendwo, ich weiß gar nicht in welche Richtung. Da, wo der Stern strahlt. Da, wo der Stern strahlt, da wohnt Tim. Wer Tim nicht kennt, Tim ist der Gott von Neuss. Man muss müssen wir jetzt Werbung für Diebels machen? Weil ich ja, mach mal. Und deswegen möchte ich auch hier einen Appell kurz starten. Weil der geneigte Onride FKF European Coaster hast du nicht gesehen, Fan weiß, da wo Tim ist, tobt das Leben und deswegen alle auf nach Neuss. Indy? Indy weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo er wohnt. Food. In the Food. Alles klar, bis gleich. Langer Take, tschüss. Jetzt, hallo, da sind wir. Der Eingang. Form schön wie immer. Weil gestern wahrscheinlich wieder Mädchenkram hier war. Deswegen steht das Prosecco-Zelt hier noch. Und ein Mädchen steht noch da mit dem Hund. Genau. Ja, da sind wir und gehen wieder los. Und wir sind gespannt, was wir heute alles Heißes shoppen. Follow us around to the DVD-Börse in Neuss. Filmbörse, Entschuldigung. Follow heißt vorgehen. Nee, follow heißt vorgehen. Ja. Was ist denn Kleiderfunk? Das geht so gar nicht. So, ein erster Blick über die heißen Scheiben. Hier sehen wir schon, drei Teile, 10 Euro. Black, das ist nur Pornos, ne? Ja klar, Black Label, Nummer, keine Ahnung was. Ja, wir sind gespannt. Außenbereich ist auch wieder und ja, wir lassen uns überraschen. Diesmal ist sonnig. Diesmal ist schön sonnig und das lässt uns auf lange, lange Zeit im Außenbereich offen. Nicht wie letztes Mal, wo man kurz gucken und wieder rein. Genau. Aber heute haben wir bis zu 17 Grad, so wie es aussieht. Der Sommer ist da. Jetzt der Schnelldurchlauf. So. Curry-Inc.de Chillmusik weg. Ist wieder am Start. Und ja, wir starten mit dem Kaffee in den Tag. Da werden jetzt leider keine Kisten mehr reingetragen. Gerade wurden Kisten reingetragen, aber ja, wir sind gespannt. Und es ist super Wetter und deswegen werden wir den Außenbereich heute auch mal öfters frequentieren als sonst. Bis später. Achso. Ich weiß nicht, was du findest, aber ich muss jetzt pinkeln. Tschüss. Ja.
Werbung auf der Börse? Genau, Werbung für die nächste Börse. In Oberhausen geht es nächste Woche rund. Mit einer großen Filmfan, hast du nicht gesehen, Deutschlands größte Filmbörse. Da könnte man ja mal vorbeischauen. Und Weekend of Hell im November in Oberhausen halten wir uns natürlich auch schon mal fest. Mit Tom Savini, Amanda Breers, William Ragsdale. Och, und die Zwillinge aus Shining. Wer kennt sie nicht? Ach so. Sag mal hallo. Scheiß, der Hund. Hallo. Er ist wieder da. Mittag. Lecker Pommes. Mein Brain, das ist schuld. Ja. Ich schneide das doch einfach raus. Ja, machen wir. Mein Gott. Hallo, du bist mein hässlicher Bruder. Chris Kloner. Aber kann ich hier von dir eine Kippe schnurren? Ja, bitte. Die Raucher wieder. Oh, und das Boot, glaubst du ja nicht. Die Serie oder der... Ne, den Film. Box, die Box. Nicht die 23-Stunden-Version. Der ist ja geil. Fahr mit im U-Boot, sei live dabei. Der klingt ja legendär gut. 208 Minuten. Und der ist gar nicht mal billig. Der klingt auf jeden Fall großartig. 29 Euro, du bist ja, übrigens auf Sendung. Der ja. Ja, ja. Der klingt unfassbar gut. Ja, wirklich. Sieht auch von den Bildern lustig aus. Meine Jawbreaker kannst du auch noch wieder beipacken. Schönen guten Tag. So, wir sitzen jetzt hier quasi mitten in der Rennbahn. News Germany. Rivalen auf der Rennbahn. Rivalen der Rennbahn. Rivalen der Rennbahn. Und wie ihr auf dem Video wahrscheinlich schon gesehen habt, wir waren heute nicht alleine auf der Börse. Wir hatten Gäste. Da sitzt, möchte ich dich kurz vorstellen. Ja, ich bin der Stefan. Ich bin jetzt mal das erste Mal mit den Chaoten hier auf der Börse gewesen. Das ist nicht wahr. Und das letzte Mal scheinbar. Du warst schon mal mit. Das ist schon das zweite Mal. Schon das zweite Mal. In dieser Konstellation bin ich das erste Mal dabei. Das stimmt. Konstellation. Ja, für mich Dominik Erstbesuch mit den drei Herren. Ja, war schön. Ich komme wieder. Oh, du bist ein bisschen dunkel. So geht's. Ich war letztes Mal schon da. Den kennen wir schon. Genau, man kennt mich. Ja, und da wir so viele sind... Hat sich deine Zugriffszahlen erhöht seitdem? Hat sich das gelohnt für dich? Das weiß ich eigentlich nicht. Da wir leider nicht alle in ein Auto passen, machen wir jetzt ein Outdoor-Unpacking. Und wir gehen einfach mal straight der Reihe nach und fangen jetzt dort an. Benni. Läuft. Ja, dann hole ich mal meine Tüte raus. Keine Drogen. Dann fangen wir mal an. Oh, da kommt Pferde. Ich habe mal bei einem Klassiker zugeschlagen. Clint Eastwood, guter Preis, Gran Torino. Sieht man? Jetzt ja. Geil. Muss in die Sammlung. Ja. Ist doch von einem der weltbesten Regisseure. Gibt's nichts zu diskutieren. Warner, ne? Ja, klar. Ja, ja. Logo eingebrannt, wie immer, ne? Und auch nicht wechselbar. Und auch nicht wechselbar. Ja, bei Emirates. Aber auf geht's. Ich mach eine Überblende. Dann mal eine Realverfilmung. Lone Survivor mit Mark. Ist durch American Sniper animiert gewesen. Dem Wahlberg. Ja. Nein, den habe ich vorher schon mal im Kino gesehen. Ja, 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 also ja, ja. Topfilm. Mit den Lohnt vier, sich. Die dann irgendwie ja. genau der. Verloren gehen. 8 Euro, glaube ich, oder 7, irgendwie so um den Dreh. 8. Der ist super, hast nichts falsch gemacht. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, ja der echt war so. Der ist wirklich ziemlich spannend. Cool im Kino. Ja, finde ich super. Dann für den 3D-Blu-ray-Player, Jurassic Park 3D. Mal gucken. Immer die Hintergrundmusik. Das sind Dinosaurier. In 2D, einer der besten Filme aller Zeiten. Markus findet den total scheiße. Nein, nur in 3D finde ich ihn scheiße. Normal ist natürlich super. Echt? Aber das ist halt 3D, finde ich gut. Ich bin 3D-Verweigerer. Mal sehen, wie die 3D-Konvertierung ist. 15 Euro ist okay.
Wort gelernt. Konvertierung. Konvertierung. Wow. Oh. Genau. Ja. Dann zwei Remakes. Oh. Schön. Der ist, 3D-Fassung. Der ist genehmigt. Schönes Cover vor allem. Nur gekauft. Ja. Ich finde das Cover total geil. Nur gekauft wegen The Hoff. Na klar. Halt mal gerade schief. Super. So, ein Foto von The Hoff. Oh, da ist er. The Hoff. Darf ich da drauf? Ja klar, da ist... Nee, warte mal, wo ist er denn? Titten siehst du nicht. Ich sehe ihn nicht. Da ist The Hoff. Ach, da ist The Hoff. Da ist... Ich habe jetzt einmal das ganze Cover abgefilmt. The Hoff. Ich hätte den zweiten Teil jetzt auch in normaler Fassung auch zu verkaufen. Kannst du mal sehen? Schön. Ja. Wenn ihr eine haben willst, schreibt es drunter. Tüte leer, Portemonnaie leer, das war's. Sehr ja. Schön. Die Hard Art Collection. Wunderbar. Hard Art. Hau mal drauf. So richtig. Geht den auch gut. Nein. Gucken, ob der das aushält. Irgendwie warst du an Ständen, wo ich nicht war. Die Hard Art. Ja, vielleicht sehr war es sehr mysteriös. Ich glaube, am Fenster habe ich den. So, das war der Stefan. Ach, so und wir machen weiter mit dem Touristen. Ja. Läuft. Der erste Film? Ich warte. Nee, Action! 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 Der erste Film ist ein Lasse-Hals-Tonfilm. Lachse fischen. Haben wir den Film nicht in der Hand gehabt? Im Jenseits. Dann würde ich ihn kaufen. Mich dünkt's, den haben wir auch schon mal ausgepackt. Den haben wir auch schon mal bei mir gehabt, aber der ist schon längst über die Theke gewandert gewesen. Aber jetzt muss ihn nochmal wieder. Es gibt ja seit Edge of Tomorrow gibt es ein Wir lieben jetzt Emily Blunt Phänomen in mir. Und dachte auch, Emily Blunt war doch so nett in Lachsfischen in jedem. Da kaufen wir nochmal. Auf jeden Fall. Und da ich gehandelt habe mit dem Film, musste ich noch einen zweiten Film dazu packen und habe den Klassiker der Nouvelle Vague, O gutes Souffle, außer Atem. Von was für ein Souffleur? Was für ein Souffleur? O gutes Souffle, außer Atem. O gutes Souffle. O gutes Souffle. O gutes Souffle. In der aus 100, glaube ich, bestehenden Kulturspiel-Edition. Das ist schon wieder eine neue Sammlung. Nee, die meisten Filme habe ich ja davon, nur den. Ach jo, oh Gott sei Dank. Ist die Frage, ob man den auf Blu-ray braucht und nicht besser auf DVD. Die Frage ist, ob man den Film überhaupt braucht. Naja, Jean Seberg auf dem Champs-Élysées, wie sie Zeitung verkauft, ist in die Filmgeschichte eingegangen. Aha. Oder? Ja. Wer kennt diese Szene nicht? Ja, definitiv. Also, hundertprozentig. Es gibt scheinbar 21 Filme in der Serie. Vor allem schön. Nee, 100 hat er doch gerade gesagt. 100? 100. Also 21 haben wir schon mal auf jeden Fall. Ja. Wunderbar. Oh, ja. Auch irgendwo aufgelegt. Bettgeflüster, Pillow Talk. Wo habe ich denn schönes 100 Jahre Universal. Geburtstagsedition habe ich schon mehrere Filme jetzt von. Der Clou, im Westen nichts Neues und ja, sehr schön. Habe ich dann auch. Ich meine, ich muss ja sagen, ich habe ja auch Doris Day Filme in der Sammlung. So ist es ja nicht. Ich auch, ja klar. Ja. Das sind nicht Doris Day Filme, das ist ein Rock Hudson Film. Je nachdem, wie du es betrachtest. Das war's? Nein. Ich dachte, das hörtest du endgültig an. Bin ich sicher, wenn ob mir überhaupt gefallen wird. Stefan hat schon gesagt, der schluckt schon wieder schwer. Ich fand den echt schlecht. Ich habe die ganzen Witze gesucht. Einen fand ich gut. Ja, wo der die Scheune aufmacht, ne? Mit dem Schaf. Mit dem Schaf, ja. Ah, du hast seit 2 Wochen deine Schafe nicht geschoren. Aber ich bin ja momentan der Sammler dieser Digitalcodes und das dann. Natürlich! Deswegen kauft man sich die Scheiben ja nur. Dann schenke ich dir einen Digitalcode. Ja, mach das. So, komm, lass ihn mich eben abfilmen, dann ist er nämlich weg. Dann ist er weg, genau. Wo ist er denn? Auf der Rückseite. Was sind die Intentionen, dass du auf den digitalen Code schaust? Dass ich mir den digital auf die Festplatte ziehe. Sammlerwahn. Oh Mann. Sammlerwahn. Also ehrlich gesagt, ich gucke mir den Film einmal an, dann gucke ich mir auf den Computer und das geht jetzt wieder bei eBay deinen Tisch. Aha. Schlimm. Das hatten wir schon mehrmals schlimm. Das Thema. Die Diskussion war wie im zweiten Video. Und der Reigen schließt hier. Oh, jetzt schließt sie schon. Nein, einer noch. Ah. Die allererste Kauf war so ein Spontankauf. Animiert durch die letzte. Marco sagt und Lars sagen, super Serie. Ja, geile Serie. Kommt für einen Zehner. Nehmen wir mal. Habe ich doch gestern Fall. Bei jemandem bei Facebook gelesen, der die Serie heute Nacht auch noch angefangen hat. Sehr Marco. Geil. Ein gewisser Markus K. Auf den Blick. Aus A. Aktuell gibt es 2 Staffeln, kann ich nur empfehlen. Ja, klar, aus A. Auch mit A. Genau. Letztens hat Stella das auch gesehen. Das war's. Ja, Offen Black auf jeden Fall geheim. Was ist das denn für eine Serie? Sagt mir nichts. Das ist quasi eine Olle. Die geht auf den Bahnsteig und sieht plötzlich einen, der genauso aussieht wie sie. Mhm. Und sie hat sie gerade gesehen, da schmeißt sie sich vom Zug, die andere. Und ist tot und lässt ihre Tasche da stehen. Die schmeißt sich selber vom Zug, nicht der eine schmeißt die andere. Und sie denkt sich dann, ach ja, ne, wenn die genauso aussieht wie ich, nehme ich mal die Tasche und gucke, was da drin ist. Und dann entwickelt sich halt eine Geschichte
heißt ja, ein Klon ist niemals alleine, so viel können wir spoilern, dass sie also ein Klon ist und ja, dann sollte man nicht zu viel verraten, also das ist echt geil. Momentan gibt es 2 Staffeln, die dritte wird, glaube ich, gerade produziert, wenn ich das in richtigen Erinnerung habe. Das ist eine Netflix-Serie, oder? Und, nee, BBC. Okay. 10. Okay, das geht. Und wie gesagt, sie spielt halt viele Rollen und macht das richtig geil. Also richtig geil. Ja, schön. Schön. Das war der Thorsten. Und jetzt gucken wir, was im Sack ist. Alles klar. Ja, ich war auch wieder shoppen natürlich und es gibt ein Novum. Es gibt ein absolutes Novum, das habe ich noch keiner DVD-Börse geschafft. DVD-Börse. Ach, Filmbörse. Für unter 80 Euro. 100 für 10, nein. Ich habe zum ersten Mal. 4 für 50, ne? Zum ersten Mal wirklich nur Blu-rays gekauft. Ich habe gerade nochmal geguckt. Nein! Tatsächlich. Nein! Wow. Da hast du einen Film gekauft. Ich habe keine einzige DVD, ich habe nur Blu-rays gekauft. Na gut, schauen wir mal, was dabei ist. So, fangen wir mal an. Das Kind. Das Kind. Nach einem Weltbestseller von Sebastian Fizek. Buch war super, Film war wieder kacke, wie immer. Nein, mal gucken. Eric Roberts und Ben Becker, das ist auch mal ein geiler Cast. Und Dieter Haller vorne, nicht zu vergessen. Der spielt auch in einer Nebenrolle. Der scheint aber eine kleine Rolle zu spielen. Ja, eine kleine Rolle nur, ja, ja. Ja, das Buch war sensationell. Aber es reicht, um hinten aufs Cover zu erscheinen. Ich meine, wer Sebastian Fizek, zur Filmbörse eingeladen zu werden. Sebastian Fizek nicht kennt, ist halt ein begnadeter neuer, ja so neu ist er auch nicht mehr, natürlich schon bekannter deutscher Krimi-Autor. Und wahrscheinlich einen oder anderen Film gemacht, ne? Ja, Bücher, Filme weiß ich gar nicht. Bücher hat er einige schon geschrieben. Wie viel davon verfilmt wurde, weiß ich jetzt noch gar nicht. Und das Kind war eins seiner ersten und das ist schon ziemlich cool, was wir mal haben. Und für Filme, ja gut, dann nehmen wir den jetzt mal mit, ne? Klingt nett. Definitiv. Vielleicht kurz mal zur Erläuterung, falls es ihm so Hintergrundgeräusche geben sollte bei Marco und die ganze Zeit, das hat mit so, dass da hinten so ein Rave ihm wird. Yeah. Rennbahn-Rave. So, wir machen weiter mit einem genau, hau rein. Tim Burton. Oh Gott. Oh nein. Ich fand den nicht schlecht. Dark Shadows. Es ist auch meiner Meinung nach der zweitschwächste von Burton. Ich finde eigentlich nur Sweeney Todd noch schwächer, ehrlich gesagt. Aber ja, Tim Burton-Sammlung muss halt rein und jetzt für 5 Euro, habe ich gesagt, dann nehme ich den mal mit. Er ist okay. Ich finde ihn jetzt nicht so schlecht. Nein, so schlecht ist er nicht, aber er ist auch wirklich nicht überragend. Nicht gut. Ich bin ja der große Tim Burton-Hasser. Ich mag nur einen Film von dem. Das ist Mars Attacks. Nein, hier, wie heißt es? Edward mit den Scheren. Genau. Ja, der ist auch schön. Ja, der ist auch sehr schön. Ansonsten kann ich mit keinem Film das von dem nichts, machen. Nichts Sleepy über Hollow? The Nightmare Beast. Batman habe ich ehrlich gesagt nicht noch gesehen. Nicht gesehen. Sleepy Hollow? Nee, nicht gesehen. Okay. Ja, oh Mann. Ja, dann hast du die besten von ihm auch noch verpasst. Beetlejuice. Dann der Standardkauf für mein Töchterchen natürlich. Biene Maya. Nein. Spitze Zunge, stumpfe Zähne, großes Herz. Vampire Dog. Mit 6 Welpenstickern. Ja, für 2 Euro irgendwo liegen gesehen, mit 6 Welpenstickern, da hat sie bestimmt wieder ihren Spaß dran. Und, warte. Da. Sie hat ihn natürlich mitgucken und mal sehen, ja, natürlich. Was der so kann. Mein bester Kumpel. Vampir auf 4 Pfoten. Ein Vampir auf 4 Pfoten, eine frech, fröhliche Familienkomödie. Naja. Ja, die erwachsenen Frauen haben Edward und deine Tochter hat dann das Hündchen. So. Dann kenne ich schon, aber habe ich noch nicht. Insidious. Bombe. Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Habe ich noch nicht. Gut, bei Amazon hätte ich ihn jetzt in der Aktion für 5 haben können, aber scheiß drauf, den Euro kacke ich jetzt drauf. Dann schenke ich Amazon. Scheiß der Hund drauf, habe gesagt, ja, bevor er jetzt wieder hin muss. Scheiß den Vampirhund drauf. Insidious. So. Oh, ich habe noch einen Trashfilm gekauft. Ich dachte, ich hätte gar keinen Trash gekauft. Für 3 Euro und kurz 100% Party-Horror. Ach, du Kacke. Strippers vs. Werewolf. Ah, hast du den doch geholt? Ja, für 3 Euro daher habe ich noch. Ah, dann habe ich noch mitgenommen. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? The Killer Horror Hit of 2012. Mit und vor allem für das geilste, Bill Murray spielt damit. Robert Englund. Ein Billy Murray. aber schön Robert Englund. Schön gesehen. Ja. Aber Robert Englund, genau. Und Billy Murray, wer immer auch Billy Murray ist, ich habe keine Ahnung. Wir schreiben einfach mal Billy Murray drauf und denken an, oh, Bill Murray. Bill Murray spielt mit. Sein Künstler. Das ist für Trash. Sein Künstler, genau. Naja, wie gesagt, totaler Trash. Der erste war ja schon Trash. Strippers vs. Zombies. Genau. Ist das eine Handlung? Ja. Ach, ist das jetzt der zweite Teil? Ja, das ist der zweite Ach, Teil. Scheiße, warum macht man denn das? Das ist es der gibt zweite von Scheiße, Teil. Dann kommt auch der erste. Noch immer noch Scheiße 2. Das ist immer unfassbar. Scheiße 2. Genau. So. Dann wollte ich eigentlich nicht kaufen, weil ich eigentlich nur den zweiten wollte, aber die Box ist halt auch schön und limited.
äußerst groß. Da habe ich gesagt, dann nehme ich natürlich mal die Dead Snowbox mit. Ist die auf dem Index? Nein, ne? Nein. Gut, nein. Danke. Die kriegst du so bei Saturn. Okay. Uncut mit beiden. Ich muss gestehen, den zweiten kenne ich noch nicht, deswegen bin ich gespannt. Nee, Quatsch, natürlich kenne ich den. Ich bin bei einem anderen Film gerade gewesen. Entschuldigung. Doch, ich kenne den schon. Was für eine Karte ist denn dabei? Eine Lenticular-Karte. Falls jemand den ersten Teil auf Blu-ray haben möchte, den brauche ich jetzt nicht mehr. Habe ich noch in der Emery. Kann er gerne unten reinschreiben. Gibt es auch für wenig Geld. So. Ach, ja. Ach, guck. Den haben wir ja schon mal. A Million Ways to Die in the West. Gut, weiter. Ich gehe nicht konform mit den Meinungen von Stefan. Ich finde den ja großartig nicht, aber ich finde ihn gut. Ich finde den auch lustig. Also wir sind da einiger Meinung. Gut und er ist halt nett. 6. Okay. Aber auch nur, weil ich da mehr gekauft. Das war bei dem da hinten, wo ich so viel, da habe ich gesagt, komm, ne? Ich kaufe jetzt hier so viel, da kannst du ja mal hier runtergehen. Ja, immerhin, nice to date. Dann, da ich beide erst nur auf DVD habe, habe ich mir ausnahmsweise auch wieder ein Double Pack gekauft, obwohl ich sowas selten kaufe. Silent Hill und Silent Hill de. Oh, der zweite. Oh. Ja, aber ich wollte halt den ersten auf Ruhe. Und die haben jetzt beide zusammen 7 gekostet. Da habe ich gesagt, ja, scheiß dann. Der Hund drauf. Dann kaufst du der Vampirhund? Das, ja, der Vampir der muss aber viel draufscheißen. Der erste grandios, der zweite für die Tonne. Für die Tonne, aber nun gut. So, dann für einen Schnapperpreis mitgenommen, hatte ich auch noch nicht auf Blu-ray. Oh! Ja! Oh, kann man kleben, kann man kleben. Habe ich noch auf 9 runtergehandelt, von daher. Oh, das wird fies abzumachen. Ja, das kriege ich schon ab. Also für 9 Euro. Achso, ich dachte, das wäre der Flaschen. Nein, das ist so ein. Flaschen, der geht nicht runter von der Box. Für 9 Euro für alle drei, ne, habe ich die jetzt auch mal abgegradet. Die habe ich mir sogar mal für 15 bei Real mitgenommen. Was? Wobei da auch nur der erste. Wenn ich nur den ersten wollte. Ja, die anderen brauchst du ja auch nicht. Eben. Dann ein sehr schöner Film, ich mag den wirklich total. Oh Gott, ich habe Angst. Danach aussieht, dass es für meine Frau ist. Ist auch mit für meine Frau. Liebe um jeden Preis. Nein. Ach, den hast du ja schon. Die Relativitätstheorie der Liebe. Wirklich grandios, ja, schüttel ich mir den Kopf. Ich schüttel überhaupt nicht mit dem Kopf. Allein schon Olli Dittrich in 10 verschiedenen Rollen ist einfach nur geil, weil Olli Dittrich ist cool. Und Katja Riemann auch in 10 verschiedenen Rollen. Das sind also quasi, und es ist noch ein Episodenfilm, weil quasi 10 Episoden, die sich dann am Ende zu einer verstricken, sozusagen. Ja, hallo. Ja. Ich fand den großartig und für 3 Euro habe ich den auch mitgenommen. So, was haben wir dann hier? Ach ja, wurde auch mal langsam Zeit, habe ich auch noch nicht gehabt. The Lethal Weapon Collection. Bitte? Was? Lethal Weapon Collection, Entschuldigung. Mit Danny Glover und Mel Gibson. Mel Gibson. Ja, brauchen wir nichts zu sagen. Ich hatte so nicht 15 Euro. Scheiß der Hund drauf mal wieder. So, wir kommen langsam zu Ende. Oh, endlich. Prince of Persia. Prince of Persia. Ja, komm, so schlecht ist der nicht. So schlecht ist der. Man kann gucken, aber. Er ist zwar weit ab irgendwie von den Spielen und so. Also, er ist auf jeden Fall besser als. Wie heißt der? Nein. John Carpenter from Mars. Der war ja mal. Ja, der ist von Disney. Deshalb ist er auch so gut gemacht. Ich fand den gut. Wie gesagt, John Carpenter from Mars war wesentlich schlechter. Hatte ich auch noch nicht. Ein paar Schiffe Grimm. Der pure Männerfilm. Musste ich jetzt auch mal haben. Geballer. Der ist cool. Und last but not least, ich weiß gar nicht, was das ist. Ach ja, den kacken wir auch noch. Re-Steel. Bombe. Guter Film. Okay, sehr guter Film. So. Ja. Das war's. Ein Trash-Film, sonst nur Mainstream. Völlig ungewöhnlich für mich. Weißt du, mit dem Metzger-Film? Der anderen Metzger-Film. Hast du den Metzger-Film mitgenommen? Nein, habe ich nicht mitgenommen. Mit dem Fleischwurst trinken? Nein. Oh. Du warst das? Nein, du. Ach so. Nächstes Mal kaufen wir lecker Fleischwurst und die verlosen wir dann. Okay. Ja. Okay. Wir machen weiter. Auf Wiedersehen. Ja. Action. Okay. Ja, erster Kauf, Klassikerreihe. Nightmare on Elm Street Collection. Musste halt auch irgendwie mal sein. Alle 7 Teile. Kann man ja nichts mit falsch Warum machen. Warum in der Box? In der Box. Es gab eine Blu-ray-Box, die war ungefähr so klein. Mit allen drauf für 25 Euro. Und ich habe mir gedacht, für 15 Euro DVDs in so einer schicken. Box. Ja, wir verstehen nur Sammler-Talks. Ja. Ja. Das ist nämlich wesentlich schöner. Okay. So, nächste. The Social Network für 6 Euro. Großartiger Film. Muss ich sagen, habe ich gestern Abend noch geguckt. Muss man nicht viel zu sagen. Ich finde find den super gut. Ja, stark gemacht. Schöne Geschichte. Geht so. Ich finde den nicht so berauschend. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Dann nicht so ganz realistisch, aber... Die Special Edition von Reservoir Dogs. Am Anfang für 15 Euro. Ich habe nachgeguckt und überlegt und letztendlich für einen Zehner. 20. Also wurde billiger. Und deshalb habe ich einfach mal zugegriffen, weil der mir noch in meiner Sammlung fehlt. DVD oder Blu? DVD. Ja. Dann mal wieder was Gutes in der Sammlung. VHS. Der erste Teil. Der zweite ist, glaube ich, nicht so überragend. Ja, der erste, super gut, toller Episodenfilm. Harter Tobak. Für die Frau. Benjamin Button. Gut, ist jetzt nicht nur für die Frau, ist auch so ein ganz guter Film. Kann man auch nicht viel mit falsch machen für 6 Euro. Bisschen langer, finde ich. Ja, teilweise. Ja, das ja, ist absolutes Highlight, was ich eigentlich letztes Mal schon haben wollte, aber noch zu teuer war. Die Teenage Mutant Ninja Turtles Gesamtedition. 22 Discs. Absolut geile Serie, über 63 Stunden Gesamtlaufzeit. Ja. Einfach der Hammer. Um Schildkröten. Die kämpfen. Um pizzafressende Schildkröten. Ja, das war's auch schon. Ja, war ein kurzer Quickie. Genau. Ja, jetzt bin ich dran. Ich habe auch nur blau gekauft. Nee, stimmt gar nicht. Eine DVD-Serie auf DVD. In Silber. Ja, ich fange an mit State of Play. Stand der Dinge. So ein Thriller mit Russell Crowe und Ben Affleck. Habe ich mal gesehen, fand ich ganz gut. Und für 4 Euro dachte ich, kannst du mal mitnehmen. Dann habe ich mir eine Serie geholt. Real Humans habe ich dann doch zugegriffen. Für einen Zehner. Irgendeine schwedische... Von Lars Lundström? Wer kennt ihn nicht? Rikard besonders wertvoll. Genau. Ich glaube, die habe ich bei Amazon. Ist wie der Weiße Löwe. Ja, war jetzt günstiger als bei Amazon. Ja, ich glaube, ich habe die bei Amazon Prime in der Watchlist drin. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob die... Aber ich weiß jetzt nicht, ob die bei Prime schon drin war. Geht auf jeden Fall um Leute, die irgendwo leben. Und da gibt es auch so Hubots. Also Menschen, die Roboter, die aussehen wie Menschen und die dann ein Eigenleben oder so entwickeln. Ich habe nur Gutes davon gehört. Mal schauen. Ich muss noch kurz einwerfen, also Stichwort Amazon gerade. Ich habe zwischendurch auf der Börse mein Handy so rausgebracht, was ich nachgucken wollte. Ja. Und dann spricht der Handy nämlich an, wenn du bei Amazon guckst, ich mache dir alle Amazon-Preise platt. Alle mache ich platt. Ja, der war sehr überzeugt, der gute Herr. Habe ich aber übrigens öfters auch gemacht, mal bei Amazon geguckt. Weil aber zum Beispiel The Lost Boys. Genau. Für einen Zehner auf Blau. Mal bei Amazon 7,97 Euro, bleibt da halt auf der Börse liegen. So, den ersten Film, den ich mir gekauft hatte, war Die Lincoln-Verschwörung. Was das denn? Okay. Ein Gerichtsfilm, da geht es um den Mord an Abraham Lincoln und eine Mary Surratt, irgendwie die Mutter von irgendeinem, wird halt der Mittäterschaft beschuldigt und der Anwalt will halt versuchen, sie rauszuhauen. Ist quasi ein Film nach wahren Begebenheiten. Und ich habe den mal geliehen gehabt von der Videothek und da fand ich den echt spannend und für 6 Euro mitgenommen. Ja, beim letzten Mal hatte ich Winnetou 1 bis 3. Jetzt die Karl-May Orient-Box mit der Shoot und... Orient-Box? Geil! Orient-Box! 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 Was ist da drauf? Der Shoot und durchs wilde Kurdistan. Ah. Nimm's auf Karl May. Karl Marx Box. Ja. Wie viel? 12. Dann hatten wir gerade auch schon Lone Survivor für einen 8. Für einen 8er? Für einen 8er. Da, was sie gerade als Zeichentrickserie hatten, dachte ich, komm, probier's mal aus. Also ich kenne noch nicht. Nimmst du mal mit, da ich ein großer Turtles-Fan bin. Der ist sehr cool, auch wenn man sich an die Optik von denen gewöhnen muss, aber der ist schon, kann man nichts mit falsch machen. Ich fand den durchwachsen. Konnte man sich angucken. Ich fand den und er hat Megan Fox. Ja, das ist der einzige Punkt, den ich komplett rauslassen würde. Transformers 1 und 2 auch um Welten nach oben gehoben. Bis auf die Szene, wo die den Arsch in die Kamera hält. Ja. Megan Fox kann halt nichts anderes.
War bei Transformers ja auch so. Muss eine Frau manchmal auch Brust sehen. Manchmal muss eine Frau... Brust sehen, egal. Genau. Aber die hat doch keine. Da ist doch nicht viel. Da seid ihr die Fachmänner für. Ja, bevor das jetzt hier noch ausartet. In 50, genau. Ja, also, nur zur Info, ich war gestern in 50 Shades of Grey. Buh. Ja, schön. Das, ja, ne? Film. Ein völlig overhypter Film, den nur die Frauen verstehen. Mit dem jetzt mitreden kannst. Bei dem ich aber jetzt mitreden kann. Gut. Wer will das schon? Ja, jetzt fehlt noch der Olaf. Dominik und dann sind wir gleich schon durch. Auch ich war heute einkaufen und öffne meine Tüte und wurde gerade schon mal angesprochen. The Lost Boys in der französischen Stopp, Edition. Stopp. Nur kurzer Hinweis. Man sieht sofort Newbie. Plastiktüten. Du, wir haben alle Plastiktüten. Nein. Ach, ja, ich möchte dazu anmerken, ich habe deshalb eine Tüte, weil ich keinen dabei habe, weil ich weiß, die beiden Herren neben mir haben immer was dabei, wo ich das verschrauben kann. Ja, The Lost Boys hier in der französischen Edition Generation Perdu. Mit deutschem Ton für einen Fünfer. Ach so, jetzt kann man sehen. Nach, kann man mitnehmen. Nummer 1. Freizeitparkfilm. Ja. Dann in der schönen Jubiläumsedition Das Boot, deutscher Klassiker, in der großen Metallbox. Ja, für einen guten Preis erwischt. Das kann man auch mal mitnehmen. Ich war schon lange auf der Suche danach. Dann kommt der sensationelle Frankenhooker Media Book. Da nochmal einen großen Dank an Gewinner! Die Filmbehörde. Dankeschön für den tollen Gewinn. Frankenhooker auf 999 Stück limitiert. Und er hat 1000. Ich habe die Nummer 1000. Steht aber nicht drauf, wie viel Nummer du hast, oder? Nein, der ist nicht durchnummeriert. Drin. Ja. Muss ich gleich mal gucken. Bin sehr gespannt drauf. Da warte ich sehnsüchtig drauf. Mir sagt er noch nichts. Ich bin auf ein Review von dir gespannt. Ja, ja, werdet ihr bekommen. Ich möchte auch wissen, wie der war. Von die Geschichte klingt einfach Story großartig. Story hört sich gut an. Franken, Kultfilm von Frank Henenlotter. Ach, deshalb heißt der Frank. Plus Frank Mini-Plakat und Limitierungskarte mit Einzel. Ja. Ah, okay. Man sollte auch mal lesen, was draufsteht. Ja, nee, noch nicht, aber wird gleich noch gemacht. Noch ein paar Minuten. Ja, das war's. Wir sind durch. Wir bedanken uns nochmal bei Sascha und allen Leuten, die diese wunderschöne Börse immer ins Leben rufen. Genau, hol mal den Zettel raus. Halten mal rein. Und wer Lust hat, beim nächsten Mal dabei zu sein, die nächste Börse hier in Neuss ist am 10.05.2015. Wie immer, steht da eine Uhrzeit drauf? Ne. Naja, auf jeden Fall ab 10 Uhr Early Bird, ab 11 Uhr regulärer Eintritt. Und wer Bock hat, kann gerne vorbeikommen und sich wieder mit uns mieten. Und gemeinsam shoppen. Der kann uns mieten? Man kann euch mieten? Genau. Das ist ja cool. Was kostet ihr denn so? In dem Sinne sind wir durch. Ich möchte noch einer was sagen. Du hast ein Finale. Es war wieder super, mit euch unterwegs zu sein. Und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Mal. Ich liebe euch auch. I love you all. Ja. Dann da möchte noch einer was sagen vielleicht. Nee, also ich bin eigentlich durch. Also erst durch? Okay. War super mit euch, war ein schöner Tag. Mann, du wolltest doch noch den Wurstfilm eigentlich holen. Jetzt den aber flott. Jetzt gleich. Ja, okay. Der Analmetzger. Den Wurstfilm zeigen wir dann beim nächsten Mal. In der Special Fleischwurst Edition. Genau, Special Fleischwurst. Ja, so machen wir das. Also, ja, macht es gut. Bis demnächst. Tschüss. Und tschüss.